sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, was nach 2 Tagen Ostern wird, und des Menschen so wird überantwortet werden, dass er Thank you.
Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriet. Thank you.
Für viele zu
Der hieß Gethsemane,
Angesicht, was ist die Ursache deiner Trauer?
Herr Schmach, durch den ersten Tag.
Jünger und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir geht. Thank you.
Thank you.
sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass wir sähen, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten. Und folgen keines. Jesus neigt zu falschen Lügen.
antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwör dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen:
alle hohe Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Jonas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht denn? Was geht uns das an, dass die Jünger uns so auf die Erde lassen? Und warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davor, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Jeremias, da er spricht: Sie haben
haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Diesen Zweien, den ich euch soll losgeben. Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn kommen. Thank you.
schuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut Thank you.
jenes Land pflieges, Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand. Und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit. Kreuz gezwungen sein.
Desgleichen auch die
Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Thank you.
bei ihm waren und bewahrten Jesu. Da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie und
Herze rein. Ich will Jesu selbst begraben, ich will Jesu selbst begraben. Mache dich, mein Herze rein, ich will Jesu selbst begraben. Mache dich, mein Herze rein, ich will Jesu selbst begraben, ich will Jesu selbst begraben. Denn soll nun mehr in mir für und für seine süße Ruhe haben. Denn soll nun mehr in mir für und für seine süße Ruhe haben. Seine süße Ruhe haben. Fällt mir aus, fällt mir aus, lass Jesum ein. Fällt, geh aus, lass Jesum ein. Mache dich, mein Herz rein. Mache dich, mein Herz rein. Ich will Jesum. Mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben, ich will Jesum selbst begraben. Wickelte ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Felshorn, und wälzete einen großen
großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Wenn wir tragen, wir lassen, dass wir diese Verfügung nach der Nacht erbeten. Ich will nach gleichem Tag, nach gleichem Tag, es wieder aufstehen. Oh.
Oh,